Oh, jetzt wird mir gleich schlecht, wenn wir da drauf zugeflogen sind. Okay, kein schneller Weg nach unten, muss ich wieder wegen. Ja, schnell genug, okay. So, in diese Richtung. Eine Sehenswürdigkeit, vielleicht das da. Eine Tür. Da klopfen wir mal an. Klopfen wir doch mal an die Tür. Ja, das Gebiet wurde doch geklärt. Dann Löwengarde, öffne. Open it. Löwengarde ist. Macht und Ruhm. Jawohl. Macht und Ruhm. So, wo ist die Fertigkeitsherausforderung? Da. Kann ich aber auch schauen. Yay! Level up! 79! Woo. Yay! Und wieder 6 Punkte, die vergeben wir in halte die Stellung. Ein neuer Trick! Ah! Oh! Okay. So, also gut. Und jetzt hier irgendwelche Zeichen sollen wir zerstören. Diese, nach denen ihr schon alle jagt. Wo haben wir denn da noch mehr? Da ist so eins, oder? Drachenbanner. Eigentlich noch auch was anderes, oder nur das Anzeichen von Jorns Verderbnis zerstören. Ich würde gerne in die Tür. Seht ihr was? Ja. Sohn's Wanje. Wo kommt ihr her? Oh, ich muss sie kaputt machen. Lebenspunkte erhöhen sich. Ha! So. Die hätten wir. Überhaupt kein Problem. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ist ja blöd, wenn hier wahrscheinlich alles voller Gegner ist, dann geht es viel leichter. Aber jetzt haben wir das Gebiet erobert, dauert es wieder Stunden. Ich kann doch jetzt nicht nur diese kleinen Zeichen da farmen. Halt ein wenig zu fad. Hallo, Gegner. Wo seid ihr? Kommt aber zu, als würde noch irgendwo Gegner geben. Wo sind hier Gegner? Wo sind hier Gegner?
Lass Gegner rechnen. Rückzug! Ah, unentdecktes Gebiet. What? Aha! Können wir nochmal gerade das Ding einholen? Macht ihr da? Interagiert mit einem Dolja-Kalb, um es zu fangen. Verteidigt die gefangenen Kälber vor Raubtieren. Also, Dolja-Kalb? Ach ne, Kalb. Wo geht's denn eigentlich hier hin? 70 bis 80 Gebiet, wo ich auch ein Verlies habe. Da muss ich mal eben gucken. Eisklammsund? Boah, das sieht ja toll aus. Was mit was ist so toll aus? Muss mal schnell 2 Meter laufen hier. Jormags Einfluss reicht viel weiter als gedacht. Im Westen werden die Söhne Svaniels immer... Okay. Zurück. Rückzug! Jetzt habe ich gedacht, da sieht man so eine schöne Stadt oder so. Aber dem war ja jetzt nicht so. Dolja-Kalb. Da ist doch so kleins. Da ist der Dolja-Kalb. Also gut. Das fange ich jetzt ein. Aha. Zahl du mal auf. Lebenspunkte erhöhen sich. Das ist ja witzig. Machen wir doch gleich nochmal. Hier, Dolja-Kalb, du musst leider sterben. Vitalität wiederhergestellt. So, und dich fange ich ein. Du bist ein dickes. Du gibst bestimmt guten Speck. Ha, das war mal der Herzchen nach meinem Geschmack. Okay. Und hier ist ein Drachenbanner. Sehr gut. Noch mehr Drachenbanner. Sehr schön. Kommen wir vielleicht ein bisschen voran. Ich fühle mich riesig. Und da kommen die Söhne da oben. Da kommen ein paar Söhne. Die schnapp ich mir. Okay. Aber das ist... echt nichts. Jetzt habe ich gerade mal wieder so ein Viertel, wenn überhaupt, dazu bekommen. Jetzt hier vielleicht, da ist doch auch ein Drachenbanner. Jetzt da drüben vielleicht noch ein wenig was ist, was noch nicht abgefarmt ist. Ja, besser wie nichts. Sind die hier vielleicht? Eisbrutelementoren, kommen wir mal mit. Na, das war jetzt zu früh. Ich fühle mich riesig.
Nö, 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 nö. Nicht mit mir. Hat das jetzt aber nicht aufpasst. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht kann ich ja die Fertigkeitsherausforderung immer und immer wieder machen. Und dann... Aha! Da kommen doch auch noch so Söhne raus. Vielleicht zählen die da dazu. Mach's einfach nochmal. Achso, kann ich nicht. Hab ich schon mal. Runter. Willst du noch mitmachen? Bist du noch dabei? Ich hoffe, du hast es noch bekommen. Ich habe noch versucht, ein wenig zurückzugehen, aber ich glaube, es war zu spät. So, einen kriege ich doch jetzt noch da unten, oder? Na, zwei, oder wie viel das sind? Da, setzt du? Jetzt soll bestimmt das Lebenspunkte erhöhen natürlich. Sich! Natürlich! Sehr gut. Okay. Rückzug! Dann hätten wir die schon mal. Jetzt müssen wir nur noch die... an der Festung. Immer noch nach wie vor. Gibt's bei dir? Haltet euch von Ärger fern. Sonst... Sonst was? Hat der mir gerade gedroht? Der kleine Stinker? Rundum bla bla bla, Söhne. Was ist denn das hier? Was macht denn ihr da? Ey, Rolfe! Oh, Reisender! Was? Ach, jetzt nicht, was das ist. Na, egal. Hat jemand von euch, der jetzt hier zufälligerweise zuguckt, schon mal rausbekommen, was es hiermit auf sich hat? Mit diesen drei Dingern und einnehmend und Würde und Charisma und Wildheit und... Ich versteh's nicht. Wenn's jemand weiß, bitte, bitte schreibt's mir. Vielleicht nicht erst in 5 Monaten. Ja, dann weiß ich's wahrscheinlich schon. Okay, das taucht nichts hier. Andere Bedrohungen rund um die Freistadt. Ja, aber das war doch jetzt eine andere Bedrohung rund um die Freistadt. Haltet euch von Ärger fern. Hier ist halt nichts. Tour Bedrohung für die Freistadt. Anscheinend nicht. Es sind doch keine Bedrohungen. Da bist du eine Bedrohung. Ja, glaube ich nicht. Der Rahn Kiefernseele. Ich könnte ich aber auf jeden Fall mal angreifen. Einfach nur, weil ich es kann. Jetzt ziehe ich mir wahrscheinlich den Unmut der ganzen Natur auf mich. Wow. Ah ja, wenn du mal zuschlägst. Jetzt längst. Mhm.
hat wieder mal gezählt. Ich brauche Söhne Svanias, da ist einer. Ach Mann! Geh woanders hin. Pfui, böse. Ich fühle mich riesig. Was bleiben die Söhne Svanias? Da muss ich hin. Rückzug! Söhne Svanias, das ist gut, das ist gut. Ja. Genau. Sowas habe ich gebraucht. Okay. Was ist das hier? Zeit, echten Schaden anzurichten. Eine fantastische Truhe. Leute. Lebenspunkte erhöhen sich. Huch, was mach ich denn da? Weiter. Du oder ich, Sohn Svanir. Ja, ich hab schon geschnallt. Da hätte ich jetzt nicht hinterher gesollt. Rückkopplungsschleife gestartet. Schau's blöd. Und ich hab dafür eine fantastische Truhe. Haha. Mit einem mächtigen Schild für Stufe 11, mit einem Fokus für Stufe 9, einer Perle und einer Trophäe. Wahnsinn! Da bin ich jetzt aber schon ein bisschen stolz auf mich. Gott. Okay, naja, egal. Was brauchen wir denn noch hier? Eine Sehenswürdigkeit und einen Dings und einen Fertigkeitspunkt? Fertigkeitspunkt hier und hier und hier. Okay, alles da drüben. Vorbeigelaufen. Ihr seid ein willkommener Gast. Ja. Ich muss dann mal los. Da muss ich mal weiter. Und ich habe keinen Speed. Kleine Teufel. Samt Kinderhelmchen. Rückzug! Naja. Wie schaut's denn Wett gegen Wett aus? Immer noch Visuna Platz. Oder wie er immer sich das schimpft. Wir sind die Schlechtesten. Wahrscheinlich, weil jetzt alle wissen, dass ich bald ins PvP kommen werde. Da müssen sie jetzt nochmal durchziehen, dass wenn ich dann da bin, dass dann, bis dahin Punkte haben. Von was ich nachts träume, ja, so solchen Dingen in etwa. Macht schnell. Okay, da ist Doliak ein Topf. Na. Rückzug! Na. Boah, ich sollte es mir wahrscheinlich einfach kaufen, ne?
Was man hat, das hat man. So. Ah. Perfekt. Meine Erinnerung war nicht falsch. Und da mussten wir jetzt, glaube ich, einfach nur durch und gegen irgendeine Höhlenspinne am Schluss kämpfen und gut ist. Ja, später. Mädels, später. Ah ja, da oben war das. Okay. Eine Veteranenspinne musste man kämpfen. Muss man denn auch wirklich gegen die kämpfen? Ja, muss man. Okay. Ein bisschen schneller geht. Fasshundi! Yay! Toll. Okay, annehmen. Gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig Zeug. Das heißt, dieses Gebiet haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Können wir jetzt weiter in dieses Zwischengebiet zu Schwarzer Zitadelle und ja, hier, genau, zwischen hier und Schwarzer Zitadelle, um dann danach, wobei, dann bin ich garantiert schon, weil ich das jetzt eigentlich dann gleich schon bin, weil ich möchte mal kurz handwerkeln gehen, dann könnte ich, nee, oder? Ne, wer weiß, ein paar Gerichte erforschen und so. Das geht immer recht fix dann plötzlich. Mir bleibt nichts. Ich bin auf einmal Stufe 80 oder so. Stufe 79. Hat jetzt gar nicht so lang gedauert. Ich habe ja nicht wirklich viel am Tag gespielt. Wollt ihr etwas? Ich kaufe mir den jetzt noch, den Dolljagd-Eintopf. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, da hast du recht, wie immer. Immer hast du recht. Okay. Ja, aber wir fangen da drüben natürlich an. Wir machen. Nee, ich mach nicht. Ich handwerkle jetzt nix. Erst einmal. Wie heißt dieser Plateau? Dieser Blatte. Keine Gratisproben. Das wahrscheinlich so ist. Ein recht riesiges Gebiet. Keine Gratisproben, warum nicht? Mensch. So, und da war doch immer so eine Fertigkeitsherausforderung, die ich bis heute nicht weiß, wie es funktioniert. Die Schneeleopardin schleicht sich an. Früher lacht die da immer einfach nur rum. Man kann nichts mit der machen. Wahrscheinlich war die einfach so. Vitalität wiederhergestellt. Das ist schon mal eine Kutter. Ey! Das war unfair. Unglaubliche Angebote. Yay. Tolle Sache. Tolle Sache. Willkommen auf dem Diessa-Plateau. Östlich von der Freistadt findet ihr einige unserer Soldaten, die das Fleischoberfest feiern. Das ist ein großes Fest, auf dem man essen und trinken kann, so viel man will. Sein einziger Nachteil ist, dass es uns regelmäßig zur Zielscheibe für Separatisten macht. Der Lärm lockt außerdem oft Schaufler an.
Die haben eine große Operationsbasis nördlich des Festplatzes. Und wenn sie uns hier nicht belästigen, greifen sie die Arbeiter im Steinbruch an. Ach, wir werden Geräusche, für jede die Hilfe immer dankbar, machen. Die ihr uns anbieten könnt. Das ist ja so widerlich. Die machen immer so... Bäh. Widerlich. Okay. Dann machen wir weiter in der nächsten Folge. Bis zum nächsten... Tschüss.